Das dritte Dürrejahr nacheinander. Die Folgen sind apokalyptisch. Einsatzkräfte suchen in den von Wassermassen zerstörten Ortschaften weiter nach Vermissten. Mehr als 100 Menschen sind nach derzeitigem Stand durch die von Unwettern ausgelösten Fluten ums Leben gekommen. Wenn wir nicht in den nächsten Jahren und Jahrzehnten dramatisch umsteuern, riskieren wir den Kollaps des Klimas und das Ende unserer Gesellschaft. Um uns herum werden die Stürme heftiger. Die Überschwemmungen häufiger. Sterben die Wälder und Ökosysteme? Wird das Wasser knapp und die Feuer schlimmer? Und je länger wir versagen zu handeln, desto schlimmer wird es. Auch hier in Deutschland. Wir haben dieses Jahr die katastrophalen Auswirkungen der Klimakrise auch bei uns zu Hause gespürt. Aber da wird es nicht aufhören. Denn wenn wir so weitermachen wie bisher, selbst wenn alle Klimaziele, alle Versprechungen der Regierungen eingehalten werden, werden wir vermutlich 2050 schon 2 Grad Erwärmung haben. Das hört sich nach wenig an, würde aber katastrophale Auswirkungen haben. Deshalb wollen wir uns gemeinsam anschauen, wie uns die Wissenschaft 2050 vorhersagt, wenn wir nicht handeln. Wir schreiben das Jahr 2050. Die Klimakrise hat inzwischen katastrophale Folgen erreicht. Der Meeresspiegel wächst schneller an und auch die Stürme haben weiter zugenommen, wodurch immer größere Gebiete Jahr für Jahr überschwemmt werden. In Vietnam hat inzwischen jeder 5. Mensch seine Heimat dadurch verloren und große Teile des Landes sind inzwischen praktisch verschwunden. Genauso treffen jährlich gigantische Fluten große Teile von Thailand, Bangladesch, Mumbai, Miami und Shanghai. Auch hier in Deutschland schaffen wir es nicht mehr, immer und immer höhere Deiche zu bauen. Emden, Bremerhaven, Bremen, Hamburg. Überall verlieren Jahr für Jahr mehr Menschen ihre Heimat durch die verheerenden Überschwemmungen. Aber während wir auf der einen Seite diese gigantischen, verheerenden Wassermassen haben, fehlt uns auf der anderen Seite das Trinkwasser. Allein dadurch, dass uns die Gletscher wegschmelzen, sind inzwischen fast 2 Milliarden mehr Menschen von ernsthafter Wasserknappheit bedroht. Auch hier in Deutschland. Schaut euch allein den Rhein an. Weil die Gletscher in den Alpen massiv zusammengeschrumpft sind, wird nicht nur die Industrie und die Stromversorgung entlang des Flusses bedroht, sondern in vielen Regionen geht das Trinkwasser regelmäßig aus. Dazu kommen dann Dürre und Hitze, vor allem im Sommer. Denn die Hitze hat inzwischen so zugenommen, dass man in vielen der größten Städte im Nahen Osten und Südasien im Sommer nicht mehr vor die Tür kann, ohne einen tödlichen Hitzschlag zu riskieren. Und hier in Europa? Erinnert ihr euch noch an den Hitzesommer 2003? Notstand in den Krankenhäusern. Wer sich selber melden konnte oder rechtzeitig gefunden wurde, dem konnte vielleicht noch geholfen werden. Doch Ärzte und Pfleger waren völlig überfordert, weil zu wenig Personal sich um viel zu viele Menschen kümmern musste. Mindestens 15.000 Tote forderte die Hitzewelle in Frankreich, so viele wie in keinem anderen Land Europas. Schon seit 2040 ist jeder Sommer in Europa durchschnittlich so heiß wie die Hitzeextreme 2003. Diese Hitzewellen töten immer mehr Menschen und Ökosysteme. Und durch dieses enorme Artensterben geraten unsere Landwirtschaft und unsere Lebensmittelproduktion in Gefahr. Anstatt dass wir den Hunger besiegt haben, leiden inzwischen wieder 1,5 Milliarden Menschen mehr unter Lebensmittelknappheit. Mehr als 200 Millionen Menschen wurden dadurch gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und zu fliehen. Dadurch wurden dann wiederum regionale Konflikte ausgelöst oder verschärft. Schaut einfach mal auf Irak, wo die zweitgrößte Stadt inzwischen fast vollständig von den Fluten verschlungen wurde. Essensunruhen, Hungeraufstände und Kriege um Wasser sind in diesem Pulverfass inzwischen zur bitteren Realität geworden. 2050 ist eine komplett andere, katastrophale Welt. Aber da wird es nicht stoppen.
Bis zum Ende des Jahrhunderts können wir bei 3 Grad und vielleicht sogar bei 4 Grad angelangen. Und dann könnten bis zu 3/4 der Weltbevölkerung durch tödliche Hitzeextreme gefährdet sein und gigantische Gebiete durch die Hitze unbewohnbar sein. Und wir haben keine Ahnung, wie unsere Gesellschaft in einer solchen Welt überleben könnte. Die gute Nachricht ist, noch gibt es Hoffnung. Noch haben wir die Möglichkeit, dagegen anzukämpfen, dafür zu sorgen, dass diese Zerstörung aufhört und wir eine Zukunft haben. Das ist unsere letzte Chance. Aber wir können sie nutzen und zusammenkommen, aus allen Schichten, ob alt oder jung, egal welche Religion, Herkunft oder Geschlecht. Gemeinsam werden wir friedlich, aber ungehorsam bei den PolitikerInnen stören, die über unsere Zukunft entscheiden und die Konzerne blockieren, die sie zerstören. Wir haben lange genug Briefe geschrieben, unseren Konsum verbessert, Demos gemacht und Petitionen gestartet. Jetzt wird es Zeit, ungehorsam zu werden. Denn das ist ein Notfall. Und wir sind der Alarm.